Hallo, hier ist der Ralf von Jodeland. Ihr habt es vielleicht auf andere Kanäle mitgekriegt. Am Wochenende war ich so ungeschickt, mein Robur hier fest zu fahren. Man sieht hier noch die harmlose Seite, die andere zeige ich euch gleich. Ja, wie es halt so ist, wenn man auf der Wiese steht und merkt, es wird schwer und oh, man hängt ein bisschen, ja, man fährt nochmal vor und dann doch nicht mehr zurück, weil da war kein Weiterkommen mehr. Eigentlich hätte ich das Auto gleich stehen lassen sollen. Und mir dann später überlege, wie ich hier aus dieser sumpfigen Wiese wieder rauskomme. Aber nein, wir haben es ja sportlich gesehen und dann nochmal vor und nochmal zurück und ging noch weniger zurück, ging noch tiefer runter. Und ja, dann haben wir angefangen noch ein paar Bretter, haben versucht, auf die Bretter drauf zu fahren. Und, aber je mehr wir versucht haben, umso mehr war die Karre dann im Dreck. Da steht es jetzt schon ein paar Tage, weil es war jetzt einfach furchtbar usseliges Wetter. Es hat 3 Tage Dauerregen. Und da wäre keine gute Idee gewesen, sich jetzt um das Auto zu legen. So, von hier sieht man das Debakel schon viel besser, was für tiefe Furche ich da reingerissen habe. Die haben am Anfang noch relativ flach angefangen und am Ende ist jetzt dann dort eingesoffen. Und es ist schon doch erstaunlich, wie tief man in so einer Wiese, wo man im Sommer einfach problemlos drüber fahren kann und eigentlich auch sonst immer relativ gut hin und weg kommt mit so einem Auto, wie gut man sich da doch in der Matsch reinfahren kann. Und das Ganze natürlich durch den Dauerregen jetzt auch noch schön vollgelaufen. Ja, der Modus hat sich angeboten, heute Abend jetzt noch mit dem Trecker vorbeizukommen. Da schauen wir jetzt einfach mal, wie wir die Karre hier rauskriegen. Ich richte jetzt mal das Bergematerial, packe das Handy weg, dass ich was arbeiten kann. Und vielleicht kann ich nachher Erfolg vermelden. Das werden wir sehen. Schön wär's. Sollen wir noch eine Tauchpumpe holen? Es ist ja gleich duster, gell? Auf dem Handy ist es noch hell. Also ich muss hier. Hey, jetzt fahren wir es in die Endposition. So, über die Hintergrundmusik, die hier vom Ort her schallt, dürft ihr euch nicht weiter irritieren lassen. Es ist inzwischen Sonntag, hier tobt die Fasend. Am Donnerstagabend haben wir die Bergeaktion mit dem Traktor wieder abgebrochen, weil der Traktor auch nur kräftige Furche hier reingerissen hat. Und ich zeige euch jetzt, wie weit wir gekommen sind. Also mit dem Einrad hier sind wir aus dem tiefsten Loch draußen. Das hat also funktioniert. Wir haben doch tatsächlich 1,20 Meter an Wegstrecke haben wir geschafft. Zum Teil waren wir noch die Hölzer von der ersten Bergeaktion dann im Weg. Das heißt, die haben wir auch gesperrt. So, hier sieht man gut die Wegstrecke, die wir geschafft haben. Aber es steht uns noch bevor, dass wir jetzt hier rückwärts noch durch müssen und das größte Debakel hier, was jetzt wohl auch ein bisschen zu einer Schlammschlacht noch wird, ist dieses Rad jetzt wieder freizukriegen. Und der Plan ist jetzt so, die ganze Karre hinten nochmal anzuheben. Wir haben das dann bei hereinbrechender Nacht noch mit dem Traktor versucht, ein bisschen was untergebaut. Aber da schauen wir jetzt mal, ob ich die Karre ein Stück höher kriege.
So, die Seite hier, da habe ich das Rad weitestgehend frei. Und auf der Beifahrerseite sieht es auch ein bisschen besser aus, aber da klemmt mir noch der alte Balken drunter, den ich hier untergelegt gehabt habe. Da müssen wir halt irgendwie drüber. Und die eigentliche Arbeit, die ist jetzt aber noch hinten. Da sieht es halt so gar nicht prickelnd aus. So, mit dem Waageheber geht es jetzt hier Stück um Stück zumindest mal in die Höhe aus diesem Mordsloch hier raus. Und dann werden wir gucken, dass wir was unter das Rad drunter bringen. So, jetzt stehen wir auf der Bleche oben, immerhin. Und den Rausweg müssen wir jetzt halt irgendwie noch hinkriegen. Die Karre steht wieder auf dem Weg, Gott sei Dank. Das war jetzt ja doch 2 Stunden Plackerei, bis ich da jetzt draußen war. Aber es funktioniert. Und wenn wir jetzt ehrlich sind, dann hätte man viel weniger Arbeit gehabt, wenn wir einfach gleich, wo wir gemerkt haben, hey, das ist zu weich jetzt, wenn wir heimgefahren gewesen wäre und die Sandbleche geholt hätte und uns dann nur aus dem 20 cm tiefe Loch rausgegraben hätte, dann wären wir draußen gewesen. So haben wir halt hin und her rangiert und probiert und gedacht, ah, da fehlt nur ein Muckesäckel, wir fahren noch mal ein Stück vor, waren wir noch tiefer drin, aber jetzt legen wir mal ein Holz drunter, waren wir noch tiefer drin. Und ja, das war dumm, aber lehrreich, sagen wir so. Jetzt bin ich draußen. Nach fleißig Schaufeln, die Aktion mit dem Traktor, die hat ein bisschen was gebracht, weil wir einfach schon mal angehoben haben, sodass ich mit dem Waageheber drunter gekommen bin. Aber das ganze Ziehe und Zerre war wenig zielführend und da hätte man vermutlich auch mit einem größeren Traktor vielleicht auch eher was kaputt gemacht. Von daher war das jetzt, glaube ich, nach allem Blödsinn doch ganz schlau, den erstmal anzuheben, unterzubauen, Bleche zu drunter und dann auf der Bleche zurückzufahren. Ja, eine Hürde waren dann auch noch die Löcher von den Hinterrädern. Die habe ich jetzt weitestgehend natürlich zugeschaufelt, bevor ich die Sandbleche draufgepackt habe. Da hätte nämlich schon nicht mehr allzu viel
Grube, die hätte es verbogen dann über die Löcher. Und hier sieht man, da hat natürlich auch der Traktor schon einiges weich gerührt. Das war jetzt dann auch nochmal sportlich, hier auf der Bleche zu bleiben, um dann letztendlich auf der Weg hochzukommen. Vielleicht noch grundsätzlich zur Situation. Also das ist unsere eigene Obstbaumwiese, die wir hier haben. Von daher sind wir uns selber böse, wegen dem Flurschaden, den wir angerichtet haben. Es haben einige von euch haben diskutiert, ob man nicht einfach ein großes Bergefahrzeug mit Winde oder einen Bagger oder sonst was hierher bringen könnt, der einfach mal zieht. Aber ihr seht, vom Weg ist es gar nicht so weit weg hier, diese Spur. Und es ist dann auch kein Platz mehr. Der Weg hier läuft quer zu unserem Grundstück, kommt da vorne um eine ganz kleine Kurve rum. Das heißt, da kommen im Prinzip so kleine Traktoren, wie man sie unter den Obstbäumen braucht, kommen da gut rum. Was Großes, das richtet dann doch schon wieder mehr Schade an. Und auf der anderen Seite, wo man ziehen könnte, da ist ein frisch gepflückter Acker. Das heißt, da kann man auch nicht irgendwas Großes reinstellen zum Ziehen. Da macht man beim Nachbarn mehr kaputt. Und eine Windeanschlage an diese kleine Bäumle, ich glaube, die hätte man eher aus dem Boden rausgezogen wie der Rohbuhr. Und dann endet es hier auch schon. Also es gibt hier auch für großes Gerät jetzt nicht so viel Platz, um sich bewegen zu können. Von daher sind wir jetzt froh, dass es mit einfachen Mitteln und mit verhältnismäßiger Zeitaufwand geklappt hat. Für heute Abend ist Sturm angesagt. Da bin ich auch froh, dass jetzt nicht mehr auf der Spur steht, der Rohbuhr, sondern dass ich den jetzt irgendwo auf festem Grund lasse. Heimfahren, mich sortiere und dann den ganzen Geraffel hier nochmal abholen. Ja, bis dahin sage ich Dankeschön für eure mentale Unterstützung, auch für die vielen Hilfeangebote auf Facebook, die mich jetzt so die letzte Woche erreicht haben. Der Horst wollte sogar von der Schweiz hierher fahren mit seinem dicken 12-Tonner, um mich hier rauszuziehen. Ich habe gesagt, mach mal langsam, wir probieren erstmal die kleine Hausnummer. Nein, es war toll, was ihr alles an Ideen gehabt habt und wie ihr versucht habt, mich hier so zu unterstützen. Aber ich bin draußen. Ich sage Dankeschön, euer Ralf von Jodeland.